Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Tag auf Teneriffa. Wir haben heute Morgen schon direkt mal Action, denn wir dürfen zum Doktor fahren. Die Kleinen und ich haben alle drei eine Bindehautentzündung. Und ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir da ein paar Tröpfchen herbekommen für unsere Augen. Ja, ich nehme euch gerne mit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich bin mal gespannt. Ich bin in einem Forum mit drin und habe da heute Morgen schon sehr, sehr gute Informationen rausgezogen. Anscheinend müssen Apotheker wohl 5 Jahre studiert haben in Spanien, um als Apotheker tätig sein zu dürfen. Dementsprechend kann es sein, dass wir einfach in die Apotheke können und er gibt uns entsprechende Tröpfchen mit oder ansonsten müssen wir halt zum Arzt. Wir sind jetzt angekommen in Santa Cruz und mussten echt am anderen Ende der Stadt parken. Naja, okay, nicht ganz, aber wir müssen jetzt ein gutes Stück zu Fuß laufen, weil Parkplätze hier sehr schwierig zu bekommen sind. Und jetzt laufen wir mal zum Krankenhaus. So, jetzt sind wir auch aus dem Krankenhaus endlich raus. Wir haben doch relativ lang dort gewartet. Ich glaube 2 Stunden, 2,5 waren wir da. War jetzt ein bisschen nervig, aber jetzt haben wir wenigstens unsere Rezepte bekommen. Jetzt können wir die Augentropfen besorgen und unsere Bindehautentzündung behandeln. Sehr gut. Jetzt sind wir angekommen in Puertito de Guima. Das ist ein kleines Fischerdörfchen im Norden von Teneriffa. Da werden wir uns jetzt einen schönen Nachmittag machen. Wir gehen was zum Mittagessen. Wir werden ein bisschen auf den Spielplatz gehen und vielleicht auch noch eine kleine Runde schwimmen, wenn meine Kleine da drauf Lust hat. Ja.